Wir machen jetzt mal dieses Kein-Druck-Modus. Mal gucken, ob sich da irgendwas ändert. Da muss ich ja dann wahrscheinlich nichts einstellen bei diesem Normal. Mal schauen. Am Tablet sitzt er. Okay. Oh Gott. Jetzt muss ich mir schnell was ausdenken. Ja, ich auch. Shit. Ja, ich weiß jetzt Gott, bei drei fängt das schon an und dann jetzt fertig. keine Ahnung, ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf, Mucki, ne? Wir müssen es probieren. Geil. Das war wirklich komisch, wenn da oben die Uhr fehlt. Nicht, dass es gleich drei wird. Weil dann ist die Zeit sehr schnell vorbei. Fuck, kann das Logo nicht so gut zeichnen? Das sieht man, glaube ich, nicht so. Jetzt lassen sich natürlich alle Zeit beim Malen. Ich kann es leider nicht zeichnen, ich habe es nur umschrieben. Mal wieder Kunstwerke hier Aber gleich. das müsste eigentlich jeder kennen. Es kommt. Hier kommt die Sonne. Oh, hörst du nebenbei Musik? Rammstein. Nein, ich habe gerade das Thema. Ach so. Ist aber ein Jo, anderer Titel. bitteschön, Kinders. Ich lasse mir den Abend nämlich nicht verderben von irgendwelchen Scheißbildern. Die Zeit langsamer, aber trotzdem auch schnell. Ja, aber ich denke mal, ich bin fertig. Ist übrigens. Du bist gerade weg. Ist übrigens was? Das ist übrigens mein Lieblingstitel mit von denen. Ach so, ich mag den Engel, glaube ich, heißt das. Ja, genau das ist es. Ich muss aber sagen, das ist eine echt geile Zeichnung. Ich traue mich gar nicht zu drücken, weil dann ist nämlich drei und dann kriegt Mucki wieder Probleme.
Was ist denn? Tja, da hat jemand nicht wirklich viel geschrieben. Na, dann hast du bestimmt meins gekriegt. Weil ich wusste nicht, was ich dazu schreiben soll. Da war einfach irgendetwas Komisches. Versuchen wir mal unser Glück mit Kolorieren, nicht dass gleich wieder hier irgendwas zu viel ausfüllt. Zurück. Ich bin fertig. Ja, ich denke ich auch. Aber ich wusste halt nicht, wie ich das machen soll. Dass sich nicht mehr bewegt. Genau. Aber das Aufgedrehte der zwei Kids hier im Chat zeigt mir ja, dass sie nicht eingesehen haben, dass sie gerade Blödsinn gemacht haben. Anders wäre eure Reaktion gewesen, so okay. Es tut uns leid, wir benehmen uns, dann hättet ihr auch wieder mitmachen können. So leider nicht. So. Ich muss lange schreiben, Mama. Ich weiß nicht. Es sind drei andere fertig geworden. Beziehungsweise vier. Jetzt werde ich fertig. Jetzt kann ich nicht mehr zu anderen schreiben. Hä? Warum sind schon welche fertig? Was mussten die bitte malen? Echt mal. Mussten die einfach nur einen Punkt machen oder was? Toll. Wahrscheinlich machen die gar nichts, damit wir wieder normal spielen. Okay, jetzt spielen aber gerade eigentlich nur anständige Leute mit.
Ja. Also ich bin fertig. Ich klicke mal weiter, ne? Du auch? Aber da sind. Aha, Marc hat sich dann doch für Elite entschieden. Kein Bock auf Malen. Wie die Männer immer so wie Fähnchen im Wind. Ach du Schande. Ich weiß nicht, was besser ist, Mucki. Ob das Langsame der besser war? Ich habe keine Ahnung. Ach du Schande. Da muss ich jetzt mal gucken, wie der gemalt wird. Gott, wie rum war das denn jetzt? Ich glaube so. Naja, wird man ja schon erkennen. So. Aber diesmal. Das gut darstellbar ist. Hoch. Tja, da war die Ausfülltaste wieder am Werk. Wer kennt sie nicht? Ach Mann! Ich hatte doch zurückgestellt. Oder auch nicht, scheinbar nicht, weil sonst wäre es ja nicht passiert. So. Er hat noch keine Arme, fällt mir gerade so ein. So. Gott. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe eben eine Zeichnung von dir auf den richtigen Stand gebracht, glaube ich. Stand. Wollen wir mal gucken. Mika und Silvio, Katzen, prügeln sich. Ah, Peggy kennt ihr.
Mika und eine Katze streiten sich, Schmollmund. Ach, guck mal, die kann auch Smileys machen. Noch guckt Mika aber freundlich zu dieser schwarzen Katze. Zwei Katzen treffen sich und sind neugierig. Ja. Huch, what's that? Ein Hund? Mischung Hund, Katze. Und wo ist dieser zweite Katzenhund? Ein Hund hat keine A. Als letzter sieht aus wie diese Schildkröte aus der unendlichen Geschichte. Wie damals. Aha. Okay. Mucki, lass das bumsen doch bitte. Ich hab doch nur meine Flasche dahingestellt. Ach, und aus der Vitamalz-Flasche wurde vermutlich Cola. Junge trinkt aus riesiger Cola-Flasche. Ja. Da kam die Cola-Flasche. Der macht dieses auf Mallorca, dieses Saufen mit den langen Strohhelmen. Ein Junge gönnt sich eine Cola. Ein Mann trinkt im Sitzen genießlich Cola. Genau. Könnt ihr mal so schnell schreiben? Laura beleidigt Pikachu. Das wollen wir jetzt mal sehen. Darauf muss ich erstmal mein Vitamalz zudrehen. Pokémon! Der ist gut geworden. Wow. Pokémon. Pikachu freut sich über einen Strich. Komm, schnapp sie dir. Über einen Strich. Oh, ein Zauberstab. Deswegen hat er die neue Zauberkraft bekommen. Pikachu ne? kann zaubern. Pikachu kann jetzt zaubern. Harry Potter-mäßig. Ah, hat er doch eine braune Schwanzspitze. Ich wusste es nicht mehr. Pikachu hat eine neue Eisfähigkeit gelernt. Ja, gut, dass keiner mehr kam. Eine Krake geht shoppen. Ah, okay. Lalalala. Ein Tintenfisch geht einkaufen. Wie süß! Ein Oktopus geht einkaufen. Krake, Tintenfisch, Oktopus. Alles klar. Jetzt geht's los. Oh, das ist hier Thaddäus. Ich wollte mal ein Thaddäus blauer Mensch sein. Singt. Nachdenkliches Gesicht. Ach, guck mal, die Smileys liest die auch vor. Aber bei mir ist leider nur ein Balken, kein nachdenkliches Gesicht. Mann, meine schöne hier Krake. Ist jetzt ein Tadeus blaues sein. Strichmännchen von Stickfight. Eine Frau segelt mit ihrem Mann, Schwimmer. Schwimmer. Zwei Menschen leben das Segeln auf hoher See. Oha, bricht gerade das Segel ab, das eine? Sieht so aus. Ein Paar ist wer? Siehst du, Beppo hat auch Probleme. Schicken Schal. Sieht aus wie Laura und Elmanzo. Laura hat nämlich von Elmanzo auch ein Halstuch geschenkt bekommen. Heirate mich. Wo ist der goldene Ring? Ah, da ist der goldene Ring.
Und sie hat schon das passende Kleid an. Oh, guck mal, Schatz, ich wusste, dass du mir einen Heiratsantrag machst. Ich habe schon Hochzeitskleid an. Und deswegen guckt er auch so, hä? Scheiße, sie hat schon ein Kleid an, wen will sie heiraten? Gott weiß, ich will kein Engel sein. Lol, deswegen hast du es gerade gesungen, oder was? Rammstein. Aha, deswegen. Aber guck mal, die guckt jetzt ganz nachdenklich und denkt über diesen Song nach. Oder sie hört ihn vielleicht gerade im Radio. Red Bull. Lol. Wieso Red Bull? Sorry. Hä? Das musst du mir jetzt mal erklären. Was hat ein Red Bull hier mit einem Mädchen mit blonden Haaren zu tun, die nachdenklich guckt? Und der Mond. Sachte bei meinem Wort. Was? Eine Dose Red Bull sonnt sich für Leon. Jo, das ist gut gemacht. Aus Rammstein wurde Red Bull. Die Welt steht still. Oh, schön. Ja, genau. Und nicht gekreist. Wow. Die Erde dreht sich nicht mehr. Die Erde zittert im Universum. Da ist gerade Blitz und Donner irgendwie. Die Welt. Die Welt. Und? Was passiert da? Hat die Welt immer Blitze? Hat vier Kontinente. Ja. Och, Leon. Mir ist dir nicht eingefallen. Er steht für Team Rocket, Bösewichte aus Pokémon. Jo, stimmt, das fehlt immer. Team Rocket hat Pecher. Ich kann schon wieder nicht. Das hatte ich bekommen, genau. Ein Pokémon wurde von Team Rocket gefangen. Pikachu? Boah, der blutet, glaube ich, sogar, sehe ich jetzt. Das arme Pikachu. Jesse und James.